ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute was ganz Tolles für Disney Frozen Fans, also für Anna, Elsa und Olaf Fans. Das ist ein Projektor und gleichzeitig eine Taschenlampe. Damit kann man Bilder aus dem Film Frozen an die Wand projizieren. Insgesamt gibt es wohl 24 Bilder, wie das hier aussieht. Und das Ganze ist eine LED-Taschenlampe, geeignet für Kinder, von der Marke Philips. Und ich werde die jetzt einfach mal auspacken und dann schauen wir mal, welche Bilder man damit an die Wand projizieren kann und wie das funktioniert. Die Taschenlampe ist wirklich gut für Kinderhände geeignet, sehr klein und handlich, und hier ist auch ein Bild von dem Film Frozen drauf. Hier hinten ist eine Kette, damit man sich die auch irgendwo dran festmachen kann oder vielleicht noch einen Anhänger dran machen kann. Und hier kann man das Ganze so zurückschieben und da können dann hier diese verschiedenen Bilder eingesetzt werden. So weit setzt man die anscheinend nur ein und dann kann man die hier drehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es schon richtig gemacht habe, aber ja doch, genau. Hier ist so eine kleine Einkerbung und da muss man hier so durch und dann ist das einigermaßen fest und man kann das hin und her drehen. Man kann es in beide Richtungen drehen und dann wieder rausmachen und ein anderes Rädchen einsetzen. So, erstmal zeige ich euch das Licht. Das sieht schon ziemlich hell aus. Und hier, je nachdem, ob man das nah oder weit macht, ist der Lichtkegel dann etwas größer und kleiner. Ich habe jetzt mal einen weißen Zettel hier aufgestellt, damit man das Licht auch wirklich gut darauf sieht. Und da wollen wir jetzt mal die Bilder dran projizieren. Die LED und die Batterien waren übrigens hier im Set enthalten. So, dann setze ich mal das erste hier ein und ich kann da noch nicht richtig was erkennen. Ich habe jetzt hier oben an der Lampe ein bisschen gedreht und jetzt ist es auf einmal etwas schärfer geworden, das Bild. Ich nehme mal an, das ist Anna, aber so gut kann ich das Bild auch nicht erkennen. Ich mache mal weiter. Ja, das kann man auf jeden Fall schon besser erkennen. Das sind dann wohl Anna und Christoph oder Anna und dieser böse Prinz. Elsa. Das ist schon wieder ein bisschen unscharf, ne? So. Dann haben wir hier auch nochmal Anna und der Prinz. Ich glaube, es ist der Prinz, der nur mit Anna zusammen sein will, um an ihr Königreich zu kommen. Kann ich leider auch nicht so gut erkennen. Vielleicht irgendwie auf dem Ball, wo die tanzen? Wenn ihr es gut erkennen könnt, könnt ihr das ja unten in die Kommentare schreiben. Ja, das ist Elsa in ihrem Schloss. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter zurückgehe, dann ist das Bild zwar größer, aber sehr, sehr unscharf. Und wenn ich dann hier vorne dran drehe, da passiert auch nicht viel. Also viel schärfer wird es dann nicht. Ja, so ist es relativ scharf und relativ groß. Ich drehe mal weiter. Elsa. Anna vielleicht? Ich kann das nicht so gut sehen. Das scheint Anna zu sein. Und das Bild hatten wir doch gerade schon. Das auch. Dann wechsle ich jetzt mal hier vorne diese Scheibe aus. Dann ist es erst wieder eine normale Lampe. Eine normale Taschenlampe. Und dann schauen wir mal, was auf dieser Scheibe drauf ist. Och, das sind Anna und Elsa als Babys oder als Kinder. Die sind ja so niedlich. Anna, wie sie immer an der Tür von Elsa klopft. Die ganze Familie. Ach, Christoph. Mit seinem Rentier.
die beiden Schwestern. Elsa. Ja, das Bild hatten wir doch gerade schon. Dann wechsle ich die nächste Scheibe ein. Oh, ich hoffe, es ist nicht die gleiche, wie ich gerade schon einmal hatte. Nee, das sind neue Bilder. Das kann man auch sehr gut erkennen, finde ich. Olaf ist auch mal mit dabei. Nochmal Olaf. Olaf in der Sonne, unterm Sonnenschirm. Anna, Elsa und Olaf. Die beiden Schwestern, wie sie sich umarmen. Das kann ich leider wieder nicht so gut erkennen. Anna mit weißen Haaren. Elsa, wie sie am Boden kniet. Und das Bild vom Anfang. Ja, das waren alle Bilder, die mit dabei sind. War auf jeden Fall sehr interessant. Allerdings hätte ich noch erwartet, dass man das Ganze noch ein bisschen größer projizieren kann. Trotzdem, so als Taschenlampe ist die auch total schön, weil die wirklich klein ist. Hier vorne kann man das Ganze scharf stellen. Hier die Scheibe einsetzen. Und ja, insgesamt finde ich die wirklich ganz schön. Ich finde, eigentlich wäre es schön, wenn hier noch irgendwo ein Fach wäre, wo man dann die Scheiben reintun kann, wenn man sie gerade nicht benutzt. Weil wenn man das zum Beispiel im Dunkeln machen möchte, dann findet man die vielleicht gar nicht so gut. Deswegen, das wäre vielleicht noch so eine Idee, damit man die hier nicht verliert. So, aber insgesamt wirklich schön, handlich, sieht schön aus und funktioniert, wie wir gesehen haben. Nicht alle Bilder konnte ich so gut erkennen, aber vielleicht könnt ihr mir da ja helfen und in die Kommentare schreiben, was ihr da erkannt habt. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos und abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!